Mit einer Fläche von rund 1,5 Millionen Hektar waren Moore in weiten Teilen Deutschlands charakteristische Bestandteile der Landschaft. Heute sind etwa 95% entwässert und in Teilen gänzlich verschwunden. Das soll sich in Zukunft ändern, denn Moore sind nicht nur unverzichtbare Lebensräume für Pflanzen und Tiere, sondern auch wertvolle Bodenarchive mit großer Bedeutung für den Klimaschutz. Das Lichtenmoor bei Nienburg an der Weser war ursprünglich 50 Quadratkilometer groß. Ein Hochmoor mit einer bis zu 3 Meter mächtigen Torfschicht. Vor über 100 Jahren wurde es kultiviert, um Viehwirtschaft zu betreiben. Nun wird dieser Vorgang wieder rückgängig gemacht. Der ausgetrocknete Torfkörper soll vernässt und die Flächen renaturiert werden. Ein langwieriger Prozess, der aber extrem wichtig ist. Denn Moore und die in ihnen lebenden Arten sind wesentliche Bestandteile des ökologischen Wirkungsgefüges und mit Blick auf den Klimawandel als CO2-Speicher unverzichtbar. Wir haben hier ein Hochmoor-Grünland gehabt mit landwirtschaftlicher Nutzung. Die hat dazu geführt, dass die oberen Torfe oxidiert sind, sich immer stärker zersetzt haben. Dort sind die Wurzeln der Gräser gewesen und hier ist das Ziel, aus Natur- und Klimaschutzgründen diesen Moorkörper wieder zu vernässen und damit die typischen Moorpflanzen wieder wachsen können, halt eben auf den unzersetzten Torf zurückzugehen. Das ist der unzersetzte Hochmoortorf, der sich aus Wollgräsern und Torfmoosen, vor allen Dingen Torfmoosen, gebildet hat. Und dieses klare Wasser zeigt, dass ich da keine weiteren Zersetzungsprozesse im Torf drin habe. Das ist das Wollgras, die Wurzelbereiche des Wollgrasses, die sich nicht zersetzen und die man im Torf dann halt als solche Bänder entdeckt. Ja, hier haben wir den vererdeten Hochmoortorf, der durch Lufteinfluss sich immer stärker zersetzt hat. Der ist ganz schwarz im Gegensatz zu dem braunen Torf, der da drunter liegt, schmiert auch richtig. Das heißt, hier haben wir eine Zersetzung des Torfes. Das ist schwer wieder zu vernässen, weil das nicht mehr wirklich Wasser aufnimmt. Von daher versuchen wir eben eine Wiedervernässung auf Torfen einzuleiten, die noch eine Schwammfunktion haben. Dafür werden 25 bis 30 cm Oberboden abgetragen. Damit die Vernässung gelingt, müssen auch die Drainagen, die Tonröhren, entfernt werden, durch die der Torfkörper seit Jahrzehnten entwässert wird. Diese Tonröhren wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in gleichmäßigem Abstand verlegt und sind immer noch sehr gut erhalten. Ja, immer wieder erstaunlich. Liegen mehrere Jahrzehnte im Torf und sehen aus wie nagelneu. Da kann man sehen, was diese Nässe und der saure Torf alles konserviert. Die Drainage war nur ein Teil umfangreicher Maßnahmen, mit denen die mächtigen, aber landwirtschaftlich nicht nutzbaren Hochmoore urbar gemacht wurden. Zisterziensermönche hatten im 12. Jahrhundert begonnen, die Niedermoore trockenzulegen. Ab dem 17. Jahrhundert folgten Eingriffe in die Hochmoore des nördlichen Mitteleuropas. Im 20. Jahrhundert ließ die deutsche Hochmoorkultur aus Sumpflandschaften, Grünland und Acker entstehen. Der Boden, seit Tausenden von Jahren kaum genutzt, aufgerissen wird von Maschinengiganten. Sie kehren ihn um bis zu einer Tiefe von fast 2 Meter. Die Schichten des Bodens, oberflächige Bunkerde, Weißtorf, Schwarztorf und Sand, werden von diesen wunderbaren Pflugscharen nicht nur aufgeworfen, sie werden auch wieder geschichtet in eine Mischung, die trächtiger Ackergrund sie haben soll. Gewaltig ist das Gerät, das man kaum noch einen Pflug nennen möchte. Und dennoch wirkt seine Arbeit in der Weite des Landes wie die emsige Beflissenheit einer Ameise. Von den endlosen, trockengelegten Flächen im Lichtermoor befindet sich inzwischen ein kleiner Teil in der Renaturierung. Über viele Jahre haben Niederschläge den Torfkörper wieder mit Wasser gefüllt und so das Wachstum der moortypischen Pflanzen gefördert. Die Bäume gehören nicht hierher. Sie sind eine Hinterlassenschaft der Moorkultur. Hier haben wir eine Verwallung rund um diesen Moorwald
aufgesetzt und konnten das Wasser so weit zurückstauen, dass die Bäume nach und nach abgestorben sind, sich die Torfmoose wieder ausbreiten in der Landschaft und wir überall Wollgräser haben und hier das Moor wieder anfängt zu wachsen. Ja, das ist das Torfmoos. Das ist die Pflanze, die nach unten hin abstirbt, nach oben weiter wächst und dann unten Torf bildet. Ja, wenn man in die Bäume reinguckt, sieht man überall diesen grünen Teppich da unten. Das sind alles Torfmoose. Das heißt, da haben wir die Pflanzen, die wieder Torfkörper aufbauen, die CO2 binden. Und ja, das ist einer meiner Lieblingsplätze in meinem Arbeitsbereich. Noch ist es nur ein schmaler Streifen, von dem aus sich das Moor hoffentlich bald wieder ausdehnen wird. Andernorts beginnt man mit schwerer Technik, den Landschaftsumbau vorzubereiten. Harvester entnehmen die Bäume, die der Wiedervernässung entgegenstehen. Häcksler zerkleinern den Wildwuchs vor Ort. Schwere Kettenfahrzeuge tragen den degradierten Torf, der an einigen Stellen über einen Meter mächtig ist, ab. Mit Hilfe von Dämmen soll die Hydrologie reguliert und der Wasserspeicher erneuert werden. Paläoökologe Andreas Bauerochse interessiert sich von Berufswegen für die Rekonstruktion von veränderten Ökosystemen. Ja, wichtig ist zunächst einmal bei diesen Renaturierungsmaßnahmen, dass man die Hydrologie, dass man die Wasserbedingungen wieder in einen möglichst naturnahen Zustand zurückversetzt. Das heißt, in aller Regel müssen die tief entwässerten Moore wieder vernässt werden. Das heißt, man muss die Drainagen, die wasserabziehenden Kanäle zumachen, um die Wasserstände anzuheben, damit man die Voraussetzung schafft, damit sich diese natürlicherweise hierher gehörenden Arten wieder einstellen können. Was in vielen Mooren noch Zukunftsmusik ist, in der Dümmerniederung bei Diepholz ist es schon Realität. Im Niedermoor wurde der Wasserspiegel großflächig angehoben und das Moor wieder vernässt. Eine einzigartige Artenvielfalt konnte so erhalten und in ihrem Bestand ausgebaut werden. Der auch touristisch sehr beliebte Dümmer wurde wiederbelebt. Das Dümmermuseum in Lehmbruch widmet sich nicht nur der Wissensvermittlung einheimischer Flora und Fauna, sondern auch der Geschichte der Dümmerniederung, die bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt ist. In ganz Europa belegen Funde die Beziehung zwischen Mensch und Moor. Nicht nur als natürliche Ressourcen, sondern auch als sakraler Raum spielten sie eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dafür wurde eine Vielzahl von Wegen künstlich angelegt. Moorwege, ja, sicherlich eine der prominentesten Fundgruppen, die wir aus Mooren kennen. Die ältesten Wege wurden hier in der Dümmerniederung gebaut um 4650 vor Christus. Und seitdem haben wir eigentlich kontinuierlich einen Wegebau in den Moorregionen, die zum einen dazu gedient haben, diese Moorgebiete zu erschließen. Zum anderen wurden Moorwege verwendet, um Moorengen zu überbrücken, Zugänge in diese für die Menschen sehr attraktiven Landschaften zu gestalten. Ende des 19. Jahrhunderts erkannte der preußische Bauinspektor Hugo Prijava, dass einige der in den Mooren gefundenen Hölzer Reste von sehr alten Konstruktionen sind. Er schlussfolgerte, dass Menschen schon vor langer Zeit in diese Landschaften gestaltend eingegriffen haben. Mit zunehmendem Torfabbau im 20. Jahrhundert wurden immer neue Moorwege entdeckt. Nach und nach erkannte man, wie erfindungsreich und effizient die vorgeschichtlichen Bewohner Möglichkeiten schufen, die Moore zu überqueren und Wege abzukürzen. Durch archäologische Ausgrabungen wurde klar, der Bau dieser Wege war eine Meisterleistung früher Handwerkskunst. Ja, im Großen und Ganzen ist die Konstruktion dieser Wege immer sehr ähnlich. Man hat einen Unterbau, auf den dann die Lauffläche aufgelegt wurde, so wie man das hier sehen kann. Rundhölzer, gespaltene Hölzer oder auch Bohlen, wie in diesem Fall, die dann als Laubfläche dienten, die teilweise gelocht waren, wo man dann mit Flöcken den Weg auf dem weichen Untergrund versucht hat zu befestigen, um dem Ganzen eine Stabilität zu geben. Austausch und Mobilität erfordern die Überwindung der Moore.
Das war vor über 6000 Jahren so, als die ersten Moorwege angelegt wurden, wie auch im 18. Jahrhundert, als die Kultivierung weiter Teile Norddeutschlands in vollem Gange war. Dieser Moorweg war etwa 4 Kilometer lang und stammt aus der Zeit um 60 vor Christus. Wir kennen mehr als 500 Bohlenwege in Niedersachsen. Der größte Teil ist heute leider nicht mehr da, ist zerstört durch Torfabbau, durch Landwirtschaft. Es ist einer der wenigen Wege, die wir noch haben, auf einer großen Länge. Aber auch der muss hier aus wirtschaftlichen Gründen weichen. Als Archäologin finde ich es natürlich schade. Wir hätten lieber den Weg in situ im Moor erhalten können, aber das geht leider nicht. Und deswegen untersuchen wir ihn jetzt aber gründlich und dokumentieren ihn sehr gut. Zur Überraschung der Archäologen führten die Erbauer des Weges sogar umfangreiche Reparaturarbeiten durch. Die Ausgrabungen belegen, dass schadhafte Wegstrecken ausgebessert und dabei auch bereits anderen Ortes verbautes Holz wiederverwendet wurde. Also anders als bei den meisten anderen Moorwegen, die wir kennen, ist in diesem Moorweg tatsächlich alles an Hölzern eingeflossen, was wir an Arten hier im Umfeld hatten. Erle, Eiche, sogar Pappel, Ahorn. Also man hat hier ganz offensichtlich alles an Hölzern eingebaut, was man im Umfeld finden konnte. Das Auffinden dieser Moorwege geht in der Regel tatsächlich mit Torfabbau einher, weil das die einzige Möglichkeit auch für uns ist, in die Torfkörper, in die Moore hineinzuschauen. Es gibt keine Prospektionsverfahren, die es uns ermöglichen, zerstörungsfrei von der Oberfläche zu prospektieren und solche Wege aufzufinden. Das heißt also, der erste Ansatz ist in der Regel immer ein Eingriff in den Torfkörper. Und wenn man den dann hat und um die Existenz solcher Wege weiß, dann kann man gezielt mit Grabungen, mit Sondierungen versuchen, den Verlauf dieser Wege in den Mooren nachzuzeichnen. 2020 wurde dort, wo der historische Bohlenweg verlief, ein neuer Weg gebaut. Nun können Besucher auf den Pfaden aus längst vergangenen Zeiten wandeln und die Schönheit der Moorlandschaft genießen. Anhand der im Torf konservierten Hölzer, Pollen und Pflanzenreste konnten Landschaftsbild und Umweltbedingungen zur Zeit der Nutzung des Wegs rekonstruiert werden. 650 Kilometer weiter südlich finden sich 2012 andere Spuren im Moor. Im oberschwäbischen Federseeried sind archäologische Fundstätten bedroht. Die Region gehört zu den bedeutendsten siedlungsarchäologischen Fundlandschaften in Europa und ist Teil des UNESCO-Welterbes Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen. Der Blick in die Vergangenheit zeigt zahlreiche Funde. Diese Funde gehören zu einer Siedlung, die durch dendrochronologische Untersuchungen genau datiert werden kann. Ja, es gibt auch so untere Siedlungsphase, gibt es Dendrodaten an so Eichen wie hier gemessen. Die Daten sind 3689 bis 3700 vor Christus. Und das ist eine Siedlung der Pfin-Altheimer Kultur. Dieses Forschungsprojekt, Restauration von Habitaten im Federseemoor, wurde mit EU-Mitteln des Life-Plus-Programms gefördert. Besonderes Highlight der Grabung, ein sehr gut erhaltener Einbaum, der unter einem 60 cm starken Torfpaket lag. Der Einbaum gehört zu einer Siedlung und ist fast 6000 Jahre alt. 2005 sorgt ein anderer Fund aus dem Bodenarchiv Moor bundesweit für große mediale Aufmerksamkeit. Vor einiger Zeit war beim Torfabbau in der Nähe von Uchte im Kreis Nienburg eine Moorleiche entdeckt worden. Erst dachte die Polizei, es könne sich um ein aktuelles Verbrechen handeln. Doch nun steht fest, die junge Frau ist vor mehr als 2500 Jahren gestorben. Dieser Fund ist eine archäologische Sensation. Ein archäologischer Schatz ruht in diesem Koffer. Mumifizierte Überreste eines etwa 16-jährigen Mädchens. Um 650 vor Christus, so die Schätzung, ist die junge Frau im Uchter Moor versunken. Seit 6 Wochen arbeiten sich die Archäologen zentimeterweise durch den Torf, hoffen auf weitere Entdeckungen. Ähnlich wie beim berühmten Gletscherfund Ötzi könnte das Mädchen aus dem Uchter Moor Geschichte schreiben. Als ältester Moorleichenfund in Nordwesteuropa. Nirgendwo sonst wurden so viele Moorleichen entdeckt wie in Niedersachsen. Einige sind im Museum Mensch und Natur in Oldenburg zu sehen, das wissenschaftliche Untersuchungen von Moorfunden betreut. Das Fundspektrum reicht von Objekten der Alltagskultur
bis hin zu weniger alltäglichen Funden, die oft als im Moor niedergelegte Opfergaben gedeutet werden. Einmalige Zeugnisse des Lebens im und mit dem Moor, von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Die Besonderheit ist, in den Mooren Fundobjekte erhalten sind aus organischem Material, die noch in erstaunlich guter Verfassung sind. Auch Objekte aus Textil beispielsweise, die in der Regel in den anderen Böden Nordwestdeutschlands nicht erhalten bleiben, sondern vergangen sind. Es ist also ein einmaliges Archiv an archäologischem Fundmaterial, das wir hier zeigen und auswerten können. Es gibt noch einen vergleichbaren Fund. Zu den Highlights der Sammlung gehören die ältesten Räder Nordeuropas und Zubehörteile von Wagen wie Ochsenjoch und Deichsel. Aber auch Reste von Textilien und Schuhwerk aus Leder haben sich erhalten. Aufwendig verziert. Haute Couture, fast 2000 Jahre alt. Die Funktion der Moore als Bodenarchiv verkörpert diese Installation. Die aus den Torfen gewonnenen Informationen gewähren Einblicke in die Entwicklung und den Wandel der Moore und der sie umgebenden Landschaften. Oberstes Ziel ist natürlich tatsächlich Erhalt dieser Landschaftsräume, die Wiederherstellung naturnaher Zustände in diesen Regionen, um das, was noch im Moor liegt und auch die Moore, die noch vorhanden sind, zu schützen und wieder zu entwickeln. Und das andere ist natürlich die Vielzahl an Moorfunden, die wir haben, werden immer wieder neue Informationen preisgeben, weil wir natürlich mit fortschreitender technischer Entwicklung, mit Verbesserung von Verfahren, mit dem Einsatz neuer Verfahren immer wieder neue Informationen aus diesen Objekten auch gewinnen können, die uns dann helfen, ein besseres und umfänglicheres Verständnis für diese Landschaften und die in den Landschaften lebenden Menschen zu gewinnen. Wenn Archäologie und Naturschutz sich gemeinsam dieser Aufgabe stellen, kann das Mammutprojekt gelingen. Bis es soweit ist, müssen noch viele Quadratkilometer trockengelegter Moore renaturiert werden. Dann, einige Jahrzehnte später, wenn Sonnentau und Wiesenschaumkraut, wenn Frosch und Kiebitz überall wieder heimisch sind, werden die heute ausgetrockneten Landschaften zum biodiversen Lebensraum. Der fortschreitende Verlust dieser ganz besonderen Landschaftsräume und der mit ihnen untrennbar verbundenen Bodenarchive muss aufgehalten werden.